Hi, ich bin Lena. Falls du mich noch nicht kennst, schau dir gerne das erste Video an. Da erkläre ich so ein bisschen die Motivation für diesen Kanal und erzähle ein bisschen was zu meiner Geschichte. Heute soll es um das Thema Krebs und Krebsdiagnose gehen. Ich möchte so ein bisschen davon erzählen, wie ich das damals erlebt habe. Es ist ja leider so, dass es gar nicht so selten ist, dass Krebsdiagnosen bei Freunden, Bekannten oder Familienmitgliedern ja im Raum stehen, feststehen. Und ich möchte dir einfach ein bisschen davon erzählen, wie das damals für mich war und auch Dinge, die mich vielleicht verwundert haben, die ich vorher nicht so erwartet hätte. Bei mir ist es jetzt 3 Jahre her, dass meine Mama damals die Diagnose bekommen hat. Und erstmal ist es ja so, dass erstmal nur eine Vermutung herrscht. Zumindest war das bei unserem Fall so, dass irgendwie da auf dem MRT da ein Schatten war und man wusste nicht genau, ist es ein Tumor? Wenn ja, ist es gutartig, ist es bösartig? Was für eine Form ist das? Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an den Tag erinnern, als meine Mama mir das erzählt hat. Da war sie schon im Krankenhaus, weil sie so ein paar komische Symptome hatte, die man nicht so ganz zuordnen konnte. Und dann hat sie mich mal beiseite genommen und ist mit mir kurz rausgegangen und hat gesagt, Lena, die haben was in meinem Gehirn gefunden. Da ist ein Schatten und es kann ein Gehirntumor sein. Und ich weiß noch, dass ich erstmal sehr perplex war, aber es gar nicht so einordnen konnte, weil ich natürlich auch, also ich kam jetzt nicht aus irgendwie einer medizinischen Richtung oder so und trotzdem ist es natürlich so, dass wenn man Tumor hört, ja, schon so ein bisschen die Alarmglocken läuten und man denkt, okay, das ist was Fürchterliches. Und gleichzeitig hat sie es mir aber auch damals auf eine sehr ruhige Art und Weise gesagt und auch gesagt, es steht noch nicht fest, es kann alles noch gut sein und ja, auch mir dieses Gefühl geben, mach dir bitte erstmal nicht so viele Sorgen. Und das hat mir auch dann echt geholfen, mir erstmal nicht so viele Sorgen zu machen, bis dann halt diese Gewebeprobe entnommen wurde. Ich weiß aber noch, dass es für uns alle in der Familie ganz unterschiedlich war, erstmal mit dieser Information umzugehen, dass da was sein könnte. Während mein Papa sich sehr, sehr starke Sorgen direkt gemacht hat und gesagt hat, das wird bestimmt ganz, ganz schlimm sein, weiß ich noch, dass ich es erstmal so gar nicht einordnen konnte und auch nicht so richtig drüber reden wollte. Also grundsätzlich rede ich sehr, sehr gerne und offen über meine Gefühle und über meine Ängste auch, aber das war für mich einfach nicht greifbar in dem Moment. Ich wusste selber nicht, wie ich damit umgehen soll und konnte zum Beispiel auch für meinen Papa gar keine gute Gesprächspartnerin sein, weil ich dachte, nee, ich kann das noch nicht. Und bei meiner Mama war es auch ähnlich. Sie konnte selber nicht so viel darüber reden. Sie hat erstmal probiert, uns zu beruhigen. Aber es war für sie auch schwer, das erstmal einzuordnen und auch das abzuwarten, bis halt diese Gewebeprobe dann entnommen wird. Und interessanterweise war es auch so, dass diese Muster, also einmal eine eher abwartendere Haltung, einmal eine sehr, ja, ich sag mal, schwarzmalerische oder beziehungsweise sehr beängstigte Haltung oder auch dieses komplette Schockierte und gar nicht so einordnen können, das war auch was, das hat sich eigentlich mit dieser Diagnose, die dann da war, erstmal gar nicht so stark verändert. Also es war immer noch so, dass wir sehr, sehr unterschiedlich dann mit dieser Information umgegangen sind. Und das war zum Beispiel was, was ich nicht so erwartet hätte. Ich habe gedacht, dass wir da sehr, sehr schnell gleiche Emotionen, Gedanken, Gefühle entwickeln. Aber es war sehr unterschiedlich und hat sich bei mir zum Beispiel, hat sich diese Trauer oder auch die Angst viel, viel, viel später ausgeprägt, als zum Beispiel bei meinem Vater, wo das direkt sehr präsent war. Und gerade mit meiner Mama konnte ich ganz lange nicht gut drüber reden, weil ich immer diesen Eindruck hatte, sie möchte das nicht. Und irgendwann habe ich sie dann mal darauf angesprochen, Mama, irgendwie, ich kann das gerade gar nicht mit dir teilen und ich würde mir das so wünschen, mit dir darüber zu reden, was in dir auch gerade vorgeht. Ich kann das nicht einordnen. Und da hat sie damals gesagt, ich habe es noch nicht realisiert. Das ist jetzt schon ein paar Wochen oder ich glaube, da war es sogar schon über einen Monat her. Und sie meinte, ich kann noch nicht darüber reden, weil ich selber noch nicht für mich das klar habe, dass es so eine schlimme Diagnose ist. Und das war für mich damals total gut, das einfach zu wissen. Okay, es liegt nicht daran, dass sie mit uns nicht reden kann oder dass sie uns irgendwie so stark beschützen will, dass sie denkt, sie darf nicht irgendwie mal traurig sein vor uns, sondern sie konnte es einfach für sich selber noch nicht fassen. Und das war für mich zum Beispiel ein Moment, der extrem wichtig war im Umgang mit der Krankheit.
Was zum Beispiel auch so war, ich habe es auch nicht gegoogelt ganz lange. Ich habe ganz lange nicht die Diagnose gegoogelt, habe es dann irgendwann mal gemacht und dann wurden auch ja sehr schlechte Prognosen angegeben im Internet und verschiedene Therapieformen. Und da kommt man natürlich ganz schnell in diesen Modus, okay, ich recherchiere jetzt alles, ich gucke mir Statistiken an, was ist die beste Behandlungschance, was ist die beste Überlebenschance. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr reinsteigert, weil, und das ist der nächste Punkt, der mir ganz wichtig geworden ist, die Person, die krank ist, die betroffen ist, wenn die in der Lage ist, das zu entscheiden. Also wenn das jetzt irgendwie, es gibt bestimmt auch Situationen, wo man als Angehöriger entscheiden muss. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, Diagnose ist erstmal da, dann ist auch die Person, die betroffen ist, diejenige in meinen Augen, die das zu entscheiden hat, welche Therapie mache ich, was tue ich mir, was tue ich meinem Körper an, wie sind auch die Prognosen dafür, ist es für mich realistisch, dass ich, oder ist es für mich, ja, wahrscheinlich genug, dass ich das schaffe, oder lehne ich vielleicht sogar Therapien ab, probiere ich Therapien und unterbreche sie dann, weil so eine Chemotherapie ist einfach extrem heftig und auch manchmal die Frage, wie zielführend das ist. Also es ist jetzt null wertend gemeint, weil es immer sehr individuell ist. Man muss es ganz, ganz eng mit seinem Arzt, mit seiner Ärztin besprechen. Aber was mir einfach wichtig ist, setzt die Person, die krank ist, nicht unter Druck. Das ist eh unfassbar, so eine Diagnose auf dem Papier zu haben, sei einfach für sie da und akzeptiere erstmal ihre Entscheidung, weil wenn du dir überlegst, dass sie bis jetzt ganz normal deine Freundin, deine Mama, dein Papa, wie auch immer war oder ist und dann auf einmal ist diese Diagnose da, dann passiert es schnell, dass man die Person in so eine Richtung schiebt, okay, die ist jetzt krank. Und die kann jetzt irgendwie was nicht mehr. Und vielleicht kann sie auch manche Sachen nicht mehr. Aber sie kann ja noch klar denken und sie kann ja auch noch abwägen und über ihr Leben entscheiden. Und das finde ich ganz wichtig. Behandle die Person auch nicht anders. Nimm sie genauso für voll wie vorher und fang nicht an, ihr, weiß ich nicht, immer vor ihr her zu rennen und Sachen aus dem Weg zu räumen, dass sie ja nicht stolpert oder sie bei jedem kleinen Alltagsschritt zu fragen, ey, kann ich dir eben helfen? Komm, ich mach das für dich. Und ihr dann so dieses Gefühl zu nehmen, dass man noch irgendeine Art von Selbstbestimmtheit hat. Weil dadurch, dass man ja eh sein Leben so offenlegt vor Ärzten und Pflegern, dass man viel vielleicht im Krankenhaus verbringen muss, das ist eine riesige Belastung. Und wenn man dann im Alltag noch das Gefühl hat, die Angehörigen, ja, die umgarnen einen die ganze Zeit und man möchte doch eigentlich nur einigermaßen weiterleben und sich probieren damit zu beschäftigen, dann ist das, glaube ich, ganz, ganz schwierig und kann auch zu Konflikten führen, die für keine Seite letztendlich förderlich sind. Das ist was, was ich sehr gelernt habe in der Zeit und was mich und meine Mama letztendlich viel näher gebracht hat, weil ich ihr halt gezeigt habe, ich traue dir noch ganz viel zu und das, was du nicht übernehmen kannst, da helfe ich dir einfach total gerne. Ja, das sind wichtige Punkte für mich gewesen. Und was auch noch, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, ist, zieh dich nicht unbedingt zurück mit deinen Emotionen. Also wenn du weinen musst, weil du einfach traurig bist, weil du ängstlich bist, weil du überhaupt ja auch erstmal überfordert bist damit, was gerade passiert ist, dann mach das ruhig. Mach das ruhig vor deiner kleinen Schwester oder deinem kleinen Bruder. Mach das ruhig auch vor der betroffenen Person, gerade wenn ihr ein enges Verhältnis habt. Das ist natürlich immer auch eine Bauchgefühlssache. Kann ich das machen? Hätte ich das im Normalfall auch gemacht, meine Traurigkeit ausgedrückt? Ich habe nämlich am Anfang mich immer eher zurückgezogen und dachte, nee, ich kann doch jetzt nicht meine Mama belasten mit meinen Tränen. Und dann war ich damals dann irgendwann auch wieder allein in meinem Zimmer, wurde sehr traurig, habe über vieles nachgedacht und dann dachte ich, nein, heute gehe ich mal zu ihr und teile das mit ihr. Und das war für mich, also das ist jetzt für mich rückblickend einer der schönsten und innigsten Momente, die ich in der Zeit mit meiner Mama hatte, weil sie einfach mich in den Arm genommen hat und meinte, ich verstehe es auch nicht und ich bin auch traurig und wir einfach das mal teilen konnten, dieses Gefühl, was halt so oft nicht möglich war, weil wir in ganz verschiedenen ja, Realisationsstadien waren. Interessantes Wort habe ich da erfunden. Nee, aber das ist auf jeden Fall auch noch was, wo ich dir echt Mut machen will, da auch offen zu sein und dich nicht zu verstecken und nicht das Gefühl zu haben, du musst die Person jetzt anders behandeln, weil es ist doch so schön, die Dynamik, die gerade zwischen euch ist. Und
das soll doch nicht kaputt gehen, sondern sich einfach durch diese Krankheit intensivieren und ja, euch richtig, richtig doll zusammenschweißen. Ganz wichtig nochmal hinzuzufügen ist mir, dass das natürlich eine sehr subjektive Sicht jetzt ist auf die Dinge. Das hängt damit zusammen, wie mein Charakter ist, wie der Charakter von meiner Mama oder die Familiendynamik war und auch ja, wie das Verhältnis zwischeneinander ist. Und es kann sein, dass das, was für mich wichtige Erkenntnisse waren, überhaupt nicht auf deine Situation anwendbar ist und für dich überhaupt nicht in Frage kommt. Und es geht mir überhaupt nicht darum, irgendwas vorzuschreiben oder als den besten Weg hinzustellen, sondern einfach, ja, das mit euch zu teilen, was mir wichtig geworden ist. Und vielleicht, hilft es euch irgendwie weiter.